Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Dragon Quest 9 Hüter des Himmels Solorun Challenge. Im letzten Part ist Folgendes passiert, denn wir haben es endlich geschafft, zu viert ins Reich des Allmächtigen vorzustoßen und dort die sieben Fegen darzubieten. Wir haben es endlich geschafft, aber nicht nur das, denn wir haben dort auch gesehen, dass der Allmächtige selbst nicht anwesend war. Anscheinend hat auch dieses unheimliche Licht von damals, was uns unsere Flügel nahmen, auch das Reich des Allmächtigen erreicht und hat dann irgendwie den Allmächtigen verscheucht. Auf jeden Fall konnten wir die Fegen trotzdem darbieten. Und dann erwachte der Yggdrasil und unsere Bestimmung wurde klar. Denn dieser Yggdrasil hier, dieser Baum, ist eigentlich die Tochter des Allmächtigen, die sich damals verwandelt hatte in einen Baum, um die Sterblichen zu schützen. Dadurch hatte Zenus, also der Allmächtige, unziemlich alle erschaffen, um die Sterblichen zu schützen, um zu beweisen, dass die Sterblichen es wert sind, zu leben. Das ist unsere Bestimmung, das herauszufinden. Und wir haben Celestria, der Tochter also, das Leben wieder eingehaucht. Jetzt die Frage, wie geht's weiter? Sie hat uns eine neue Bestimmung gegeben. Denn es folgt nur noch ein einziger Schritt. Wir müssen Großbritannien endgültig wieder vernichten. Denn es gibt ein böses Wesen, was diese Welt zerstören möchte, was durch seinen Hass ganz Großbritannien wieder heraufbeschworen hat. Und das müssen wir vernichten, damit endlich unsere Bestimmung komplett erfüllt ist und wir die Hauptstory somit beendet haben. Welche Tragödie! Welche Nächstenliebe, dass sich die Göttin Celestria für die Sterblichen opfern würde. Wir taten gut daran, den großen Weltenbaum all die vielen tausend Jahre zu hegen. Celestria ist eine würdige Herrin. Aber jetzt wird das Reich der Sterblichen einmal mehr von großbritannischen Imperium bedroht. Und nun, du kannst sie retten. Begib dich zu Schloss Schroffenhain und vernichte dort die Wurzel des Übels. Das werden wir machen. Was sagt der Rest? Ah, ja, genau. Mit selber wollen wir reden. Verwirrt nochmal, wer hätte das gedacht? Mann, bin ich aufgeregt, das kannst du mir glauben. Sieht ganz aus, als würde sich alle Welt auf uns verlassen, was? Worauf warten wir noch? An die Arbeit! Ja, anders kennen wir es ja nicht, ne? Hauptsache die Welt retten. So ist ja das wieder bei uns im Inventar quasi. Würde ich sagen, Noah, bring's uns hin. Du bist also der Einzige, der die Welt vor einer Katastrophe bewahren kann. Was, Kumpel? Gut, dann wiegt deine Last nicht allzu schwer. Haha, fast, ne? Lass dich nicht unterkriegen, hörst du? Ich warte dann mit Sternexpress. Wir fahren los, sobald du bereit bist. Bis gleich. Okay, und wir sind ja bereit. Aber, Leute, bevor wir uns aufmachen, die Welt zu retten, wir haben noch etwas vor uns. Denn wir haben ja einen neuen Schlüssel bei uns im Inventar, und zwar den wunderschönen Universalschlüssel. Damit dürfen wir jetzt einiges öffnen können. Einiges. Also eigentlich alles. Ne? Aber einiges, was noch offen geblieben ist, vor allen Dingen. Das werden wir alles noch öffnen gleich. Da hast du dir aber einiges vor dir, Kumpel. Alle verlassen sich auf dich. Vielleicht wäre es ganz gut, in der Kirche deine Beichte zu legen, bevor du dich auf den Weg nach Großbritannien machst. Oh wow, der will unbedingt, dass wir speichern. Gut, das ist eigentlich keine so schlechte Idee. Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert. Also immer so zwischendurch schnell speichern. Aber wenn ich jetzt alles ausmachen würde, bin ich wahrscheinlich so ungefähr vor Hauptmann Grunz noch. Glaube ich. Dann müssten wir den nochmal besiegen, theoretisch. Und das wäre ziemlich schön blöd. Ja, irgendwas in der Art. Jetzt müssen wir extra noch runterlaufen. Oder triggert noch irgendeine Szene dann. Das weiß ich gerade nicht. Egal. Jetzt müssen wir den ganzen Weg nach unten laufen, extra, um zu beichten. Na gut, dann machen wir das. Ansonsten waren wir hier schon fertig. Ne? Also wir hatten auch alle Truhen bereits geöffnet. Da waren ja nur ein paar eingesperrt in diesem Käfig. Das wäre alles erledigt gewesen. Hier war Alpes Meyer normalerweise und hier unten, genau. Ach ja, hier waren wir schon lange nicht mehr. Hier unten müssen wir dann speichern können. Ansonsten ist hier alles okay, ne? Ja, sieht ganz so aus. So, rein hier. Wie sieht's aus hier? Hallo? Wir beten von einem Mächtigen. Himmlische Pflichten, wünschst du, bla. Wir sind ja schon Stufe 39, das wird ja schon bald Stufe 40 erreichen hier bei uns. Das ist sehr, sehr schön, wenn wir schon Stufe 40 haben, denn es gibt auch Missionen für bestimmte Berufungen, die erst ab Stufe 40 möglich sind. Und dann können wir die eventuell auch machen, wenn wir da etwas ganz Besonderes bekommen würden. Da müssen wir mal schauen. Also wenn ich weiß, wo das zu finden ist, diese Mission, dann schaue ich mal, wenn ich Stufe 40 erreicht habe, dass wir diese Mission wirklich eventuell machen. Aber auch nur, wenn es wirklich nötig ist. Ich meine, eigentlich will ich die nur machen, wenn wir wirklich Probleme bei einem Bosskampf haben. Aber momentan sieht es ja nicht so aus. Jetzt haben wir immerhin diese schöne Buchhütte, die Schilde. Damit sollte jetzt eigentlich alles etwas einfacher gehen, bin ich der Meinung. Na gut, zumindest was Crits betrifft. Also gegen physische Angriffe sind wir eigentlich ganz gut gewappnet so. Gegen Zauber können wir uns auch wappnen, wenn wir müssen. Je nachdem. Ich freue mich schon auf den nächsten Bosskampf, denn der wird auch wieder voller Zauberei sein. Aber ich habe so die Vermutung, dass dieser Kampf schnell vorbeigehen wird. Also habe ich so die Vermutung, ne? Aber ja, wir werden sehen. Ich lasse mich überraschen. In der Solo-Run ist alles immer ein bisschen anders. Da kann ich das immer so schwer einschätzen. Kommt aber alles noch, ne? So, okay. Hier hat sich das alles aufgelöst. Dann gehen wir jetzt zum Sternexpress. Wir haben geheilt. Dann machen wir alles mal so weit. So, flop. So, mein Freund. Bist du jetzt zufrieden? Können wir los?
Du hast aber einiges vor dir, Kumpel. Bla bla bla. Ah ja, achso, jetzt leider was anderes. Alle verlassen sich auf dich. Also dann, viel Glück. Dann wollen wir uns mal an die Arbeit machen. Du willst wieder aufbrechen, Kumpel? Dann sag Bescheid, an welche Station ich dich absetzen soll. Die Observatorien sind wir schon. Alles neue Abteil ist der Baum da, den wir ja schon kennen. Im Reich des Mächtigen können wir auch mal vorbeischauen. Und aber Schloss Schroffenhain ist die andere Station. Wo wir eigentlich hinwollen. So. Meep, meep. Jetzt müssen wir theoretisch nach unten fahren, ne? So, meep, meep. Okay. Na gut, so lange dauert die Szene also nicht. Na gut, ab geht's nach unten. Zum Schloss Schroffenhain. Da ist der blaue Baum, der vorher noch ganz kahl war. Oh Gott, diese Atmosphäre hier auch, ne? So, jetzt sind wir hier. Genau. Der Baum war, wie gesagt, vorher kahl. Den kennt ihr ja vielleicht noch. Dann wisst ihr alle Bescheid. So, was wir jetzt erstmal machen. Erst gegen diesen komischen Typen kämpfen. Das wollte ich eigentlich nicht. Was ich jetzt machen wollte, ist folgendes. Und zwar wollen wir erstmal Schloss Schroffenhain freischalten. Was ich damit meine, ist folgendes. Und zwar will ich das einmal betreten, damit wir uns direkt immer hin teleportieren können. Weil jetzt geht es momentan noch nicht. Das kommt aber gleich. Das heißt, wenn wir jetzt sämtliche andere Orte irgendwie aufsuchen, um dort Sachen zu öffnen mit unserem Schlüssel, können wir uns dann direkt zum Schloss teleportieren, wenn wir möchten. Das ist der Sinn dahinter. So, die greifen mich jetzt an, die ganzen Stinkurios hier. Lass mich in Ruhe, ich möchte den Drekar erstmal besiegen. Bam! So, das war's für dich. Sehr schön. Ihr seid noch nicht One-Hit, oder? Oder bin ich schon so weit? Na, jetzt bin ich vergiftet. Ihr Arschlöcher. Na, ich muss mich sowieso noch irgendwann heilen. Oh, sehr schön. Dieser One-Hit. Weil wir ja noch angeschlagen sind vom Bosskampf. Aber nur ein bisschen tatsächlich. Also, von Hauptmann Grunz. Das war aber jetzt nicht allzu schwer, wie ihr wisst. Also, kein großes Problem. Du überlebst es natürlich. Wunderbar. Au! Au, au. Tut weh. So, das war's jetzt aber. Jetzt ein schöner Crit, der jetzt nicht mehr wirklich gemeldet hat. Okay. Da werde ich mich auch gleich nochmal heilen. Umsonst. Jetzt haben wir ja die fiese Festung, Leute. Das heißt, immer wenn wir uns heilen wollen, würde ich sagen, machen wir uns auf dann zur fiesen Festung. So, hier, Leute, ist der Eingang zum Schloss, den wir noch nicht betreten können, weil wir dagegen gegen die Barriere nicht ankommen. Capcom, mein Kind, eine grausame Macht beschützt die Festung des Bösen. Ich werde den Weg eröffnen. Heiliges Licht umhüllt uns, Leute. Sehr schön, geöffnet. Aber mehr kann ich leider nicht für dich tun. Es obliegt dir, die Wurzel allen Übels auszurotten, aber meine Gebete werden dich begleiten. Das ist doch schön, Leute. Wunderbar, jetzt können wir also jederzeit das Schloss betreten. Ich guck grad mal. Noch nicht. Wenn ich jetzt mal reingehe, bin ich hier. Und Leute, ihr werdet gleich jemanden sehen. Und zwar jetzt schon. Oh, kommt's jetzt schon zum Kampf? Stopp. Da bist du ja wieder, Capco. Ich will doch nicht kämpfen. Ich weiß, dass ihr jetzt hier zum Bosskampf kommt gegen Hauptmann Chaos. Das ist mir schon bewusst gewesen. Aber ich möchte jetzt noch nicht kämpfen. Oder kommt's jetzt schon zum Kampf? Das wäre ziemlich scheiße. Das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, wir müssen ihn ansprechen. Ich habe dich wohl unterschätzt. Du hast es... Nee, du hast es tatsächlich geschafft, diese Schuhhufte aus dieser fiesen Festung zu befreien. Aber eigentlich trägt Hauptmann Grunz die Schuhhuld. Huhu! Seinetwegen ist König Gottfried nun böse auf uns. Er will echt kämpfen. Scheiße, ich will jetzt nicht kämpfen. Ich hatte was anderes vor. Ich wollte nur hier rein, um mal kurz den Ort hier freizuschalten. Mann. Huhu, aber das ist ungebührlich. Mancher Brennmann geht mir durch. Mein Bluthut kocht geradezu. Komm, gib's mir auf den Sack. Nein, er möchte echt kämpfen. In einer Hölle von Schmerzen sollt ihr meine Beute sein. Huhu. Ich will nicht kämpfen. Scheiße. Okay, Eisenhower. Ja, genau. Jetzt kommen die auch noch. Okay, mal abgesehen davon, dass ich jetzt noch nicht kämpfen wollte. Wir sind ja noch total angeschlagen. Ich wollte noch andere Sachen machen. Jedenfalls, Hauptmann Kautz ist ein Zauberer. Und es ist das erste Mal im Bosskampf, dass noch zwei andere komische Typen hier mit dabei sind. Aber ich dachte, die wollen auch nicht kämpfen. Verdammt. Ich wollte reinkommen. Ich wollte zur fiesen Festung nur, um den Ort schon mal abzuspeichern. Dann wollte ich zur fiesen Festung heilen. Und dann, ja. Dann wollte ich eigentlich noch ein paar andere Items mir holen durch den Zauberschlüssel. Das ist jetzt nicht so schön. Auch wenn wir vergiftet sind irgendwie. Ich probiere es trotzdem mal. Wir können ja mal unter einem Handicap durch den Handicap eigentlich hier spielen. Ich meine, dadurch, dass wir eigentlich schon hier allein sind, sind wir schon ziemlich... ne, ihr wisst schon. Oh, bitte kein Verbar. Okay, dankeschön. Dadurch, dass wir ja schon allein hier rumlaufen, in einer Solo-Run, sind wir schon gehandicapt. Aber jetzt noch ein Handicap. Vergiftet. Angeschlagen. So, jetzt haben wir einen Zauberspiegel. Sehr schön. Dann arbeite ich jetzt erstmal mit dem Heilungstyp, würde ich sagen. Eine Sache noch, die ich vorher auch nicht wusste. Und zwar, es reicht, wenn man Hauptmann Kautz besiegt. Das reicht komplett aus. Die Eisenhower kann man gerne besiegen, aber wenn man Hauptmann Kautz zuerst besiegt, ist der Kampf auch schon beendet. Das heißt, die Eisenhower muss man dann nicht mehr besiegen.
Okay, dann werden wir jetzt erstmal unter Handicap Hauptmann Codes besiegen, wenn es funktioniert. Wahrscheinlich muss ich gleich noch ein Zauberwasser benutzen. Unheimliches Glühen, ich bin nicht davon betroffen. Ich habe ja meinen Zauberspiegel, den habe ich ja eingesetzt. Ihr seht schon, Hauptmann Codes ist sehr, sehr auf Zaubern basiert. Die Eisenhauer kann ich eigentlich weglassen, weil die machen kaum Schaden. Aber die beschützen leider Hauptmann Codes, wie ihr sehen könnt. Und das ist nicht so schön. Ja komm, ich nutze mein Zauberwasser. So. Nein, ein zweiständiger Hieb. Okay. Wow, stimmt. Das war ja die Attacke, die einem selbst auch noch Schaden zufügt. Aber jetzt hat er gar keinen Schaden bekommen. Interessant. Okay, jetzt macht er Boing. Das ist nicht so schön. Zauberwasser und MP wieder fast Maximum. Ja komm, das Schöne ist, an Hauptmann Kautz hat nicht so viel KP. Das macht ihn so relativ einfach eigentlich. Ich bin die ganze Zeit nicht davon betroffen. Das finde ich auch nice. Sonst will ich physischen Angriff mit da keinen Schaden. Nein, hör mal auf, ihn zu beschützen, Mensch. Das gibt's doch nicht. Bam, bam. Und dann hält er umso mehr aus, ne? Ja. Ah, komm, Heilungshieb. Auf dich, mein Freund. Die wollen sich nicht schon wieder beschützen, oder? Komm schon, bitte lass das sein. Genau deswegen sind die Eisenhauer auch da. Weil sonst, ja, die machen schon wieder. Das ist auch das Nervige daran, dass sie ihn immer wieder beschützen. Nur weil so wenig KP hat. Bam! Das macht trotzdem relativ viel Schaden, muss ich sagen. Und der Lichtwert ist weg, das ist nicht so schön. Den muss ich wieder herstellen. Bevor hier irgendein blöder Zauber kommt, der uns angreift. Jetzt die Zauberresistenz abgenommen, aber es ist kein Problem, denn wenn ich eh von den Zaubern getroffen werde, also wenn ich Zauberspiegel auch aktiv habe, dann ist es kein Problem. Aber ich muss es erstmal errichten hier, um mich herum. Lass mich in Ruhe. So, alles in Ordnung, genau deswegen habe ich das sehr aktiv. Und ich greife wieder mit Heilungshieb an. Also das ist jetzt wirklich ein absolutes Handicap, wie man hier sagen kann. Mein Gott. Jetzt die Zauberresistenz im Boden los. Jetzt muss ich aufpassen, denn wenn jetzt mein Zauberspiegel weg ist, wird der nächste Zauber verdammt viel Schaden machen. Das heißt, ich muss mir erstmal auf hohe KP bringen. Ich glaube aber, Hauptmann Kautz hat generell nur noch 1000. Ich meine, gesamt nur 1000 Lebenspunkte. Bin ich der Meinung. Wow, das muss ja unglaublich viel Schaden machen, wenn du so angreifst. Ich hau mal kurz. Ich tippe mal dich mit dem Stab an. Die Abkraft wird jetzt normal. Und du. Hörst du mal bitte auf, deinen Hauptmann hier irgendwie zu schützen? Jetzt bist du deswegen tot, mein Freund. Tja. So schnell kann es gehen, ich bin ja stark genug. So, ich mache weiter, ich möchte gerne auf guten KP sein. Wenn mein Zauberspiegel nachlässt und du wieder angreifen möchtest. Weil Hauptmann Kautz ist ja nicht blöd, er sieht schon, dass er nur noch angreifen kann ganz normal, wenn der Zauberspiegel aktiv ist. Sonst kriegt er alles zurück. Leider haben die eine ganz gute Intelligenz, wie man sehen kann. Leider, leider. Vielleicht kriege ich die aber schon vorher down. Das müssen wir hinkriegen, Leute. Eigentlich schon. Das werden wir schon schaffen. Sein leuchtender Lichter ist auch weg, es ist egal, weil ich greife ja eh mit Zaubern an. Also da ist ein Handicap, dürfen wir hier kämpfen, das ist auch schön. 199, okay, machen wir nochmal. Falkenhieb auf dich. Schon wieder Boing, das wird dir auch nicht mehr helfen, mein Freund. Nochmal Angriff erst recht nicht. So, du greifst mich eh nur an, du machst ja eh keinen Schutz auf Hauptmann Kautz, was nicht so schlau ist, denn dann ist der gleich tot. Oh oh, jetzt ist er weg. Jetzt wird er wieder angreifen. Ja, er macht es. Geht mir genau dann, wenn mein Spiegel weg ist. Ja, da gibt er gleich alles, ne? Au, 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 au. Autsch. So, Zauberspiegel wieder aktiv. Und dann werde ich mich wieder mit Heilungssieb heilen. Gut, dass wir den haben, Leute. Gut, dass wir den haben. Au. So. Lass mich in Ruhe. Ah, jetzt schützt er ihn auch nochmal. Okay, na gut. Bam. So. Auch wenn die kriege ich wieder KP zurück, nehme ich mal an. Ja, okay, so ein bisschen. Zauberassistenz ist wieder normal. Das ist auch schön. Das ist sehr, sehr schön. Und jetzt kommt er gleich wieder. Okay. Das heißt, sollte er mal durchkommen mit seinen Zaubern, dann ist es auch nicht so schlimm. Mit Boing will er sich die ganze Zeit selbst... Boing ist genau dasselbe wie Zauberspiegel. Nur ist Zauberspiegel ja ein Talent, was man durch eine bestimmte Fähigkeit erlangt. Also durch eine bestimmte Fähigkeit eines bestimmten Berufs. Und Boing ist ein Zauber, den man einsetzen kann, der genau sowas wirkt wie Zauberspiegel. Dass er auch alles zurück reflektiert. Und ich habe Schaden bekommen durch einen physischen Angriff. Oh mein Gott. So, ich muss MP wieder zurückbekommen. Ich hätte jetzt nicht so viel Zauberwasser einsetzen müssen, wenn ich mich vorbereitet hätte. Aber ich habe nicht gewusst, dass er sofort angreift. Ich dachte, da erscheint er erstmal, aber dass wir ihn später angreifen können. Der hat keine MP mehr, ist auch nur gut. Ich kriege wieder KP durch dich. Hauptmann Kautz müsste eigentlich gleich tot sein. Wie gesagt, diese komischen Eisenhauer, die machen es ein bisschen schwieriger. Aber damit kann ich leben. Und wieder Boing. Nein, kein Helmspalter. Jetzt meine Verteidigung gesunken, das ist nicht so schön. Toll, treffe ich einmal nicht. Klasse. Klasse. Dip, dip, dumm. Weiterhin Falkenhieb, bitte.
Wobei ich aufpassen muss, ich habe jetzt nur noch diese 31 MP. Mehr habe ich nicht. Da muss ich echt aufpassen. So, kann das jetzt Ding jetzt mal sterben? So, nee, der möchte nicht. Ich muss wieder auf den Heilungstrieb gehen. So, oh Gott, das hat sich verliebt. Nein, nein, tu es nicht. Oh, ach so, ich sehe schon. Egal, wie viel Schaden der Angriff gemacht hat. Oh mein Gott, durch den Helmspalter macht das so viel Schaden. Hoppla, das ist gar nicht gut. Das macht so viel Schaden. Das hatte ich jetzt nicht bedacht. 26 Schaden. Lichtfeuer ist weg, will ich nicht angreifen. Das ist interessant. Einmal Verteidigung, sind so viel Schaden. Nein, nicht nochmal. Au, okay, jetzt habe ich ein Problem. Und er lebt noch. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Und der Lichtfeuer ist weg. Scheiße, das ist jetzt schlecht. Das ist gerade... Oh, was ein Zufall jetzt gerade. Jetzt haben wir ein Problem. Komm, heil mich. Au, au, au. Komm schon, überleben. Nein, ich bin tot. Ja, wunderbar. Klasse. Das hat perfekt zusammengepasst gerade. Nice. Toll, jetzt habe ich ganz viel G verloren, glaube ich, ne? Oh. Ja, ich hatte 4000. 2000 habe ich jetzt verloren. Nice, Leute. Also, wir hätten diesen Kampf locker gewinnen können, nur mal so zur Info. Also, allein schon das, dadurch, dass wir, wenn wir voll gewesen wären zu Anfang an, dann hätten wir es locker geschafft, mal davon abgesehen. Aber das eben, wow. Also dann erstmal die Verteidigung plötzlich gesunken. Darauf bin ich gar nicht klargekommen so schnell. Und genau dann auch noch der Zauberspiegel weg. Punkt genau zu dem Zeitpunkt. Da hatte ich ja keine Chance mehr. Was soll ich da auch machen? Na gut, Leute. Ja, das hat sich heute richtig gelohnt, ne, irgendwie. Oh mein Gott, ich wollte nicht kämpfen. Das war nicht gewollt. Na egal. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal mit dem Sternexpress wieder zurückkehren zum Protektorat. Könnte ich mir theoretisch... Ich kann direkt so... Oh. Ach nee, geht doch nicht. Ich dachte, ich könnte mich direkt dahin teleportieren. Nee. Aber ihr seht schon, Schloss Schraffenheim ist jetzt offiziell frei wählbar schon. Das heißt, wir können uns immer sofort hin teleportieren, wenn wir möchten. Gott, war das dämlich. Weil das war kurz vor Ende eigentlich. Ich glaube, Hauptmann Kaus hätte noch kaum LP gehabt. Viel war da nicht mehr. Auch der Eisenhower wäre dann gleich tot gewesen. Also das war echt unnötig eigentlich. Also Worst-Case-Szenario. Das wollte ich jetzt nicht. Nee, so ist es nicht. Ich möchte los. Na, Mann! Gib mir nicht immer sofort die Auswahl. So. Ich möchte... Das ist alles neuer Teil. Ist jetzt eigentlich auch egal, wohin. So, meine Güte. Ist das kompliziert heute, Mensch. Eigentlich haben wir aber... Wir haben gar nichts erreicht, oder? Ich komme heute irgendwie kaum zu sprechen, muss ich auch sagen. Eigentlich haben wir nichts wirklich erreicht. Wir hatten einen total spannenden Kampf und... gegen Hauptmann Chaos, aber irgendwie hat es wirklich nichts gebracht. Das ist ja voll cool. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf und schauen mal so ein bisschen, wo wir hin können, um neue Sachen zu öffnen. Enge Zelle Bühltor. Gibt es da irgendwas Sinnvolles? Stinsbruck. War in Stinsbruck noch was? Ich weiß nicht mehr. Sichau? Ich muss nur so ein bisschen die Orte durchgehen. In Sichau war auch noch eine blaue Tür, aber da haben wir schon alles geöffnet. Ne? Alles neue Abteil sind wir jetzt gerade. Aber auch da ist alles geöffnet. Lapskausen. In Lapskausen ist noch was, genau. Hier fängt es an, genau. In Lapskausen weiß ich noch, da gab es Truhen, die wir noch nicht öffnen konnten. Die können wir jetzt auf jeden Fall öffnen. Definitiv. Hier unten noch nicht, an Kirche auch nicht. Aber hinten beim Bürgermeister waren welche, das weiß ich noch. Düb, düb, düb. Ja Leute, tut mir leid, das war irgendwie heute ein verlorener Part. Ah, es war nur eine Kiste. Verschlossen, wir öffnen die Truhe und da ist eine rosa Perle drin. Oh, warum nicht? Ja, Leute, es war ein bisschen... Wow, der ist immer noch im Koma. Wow. Der hat sich seit Wochen nicht bewegt. Na gut, das kann natürlich auch sein. Ist auch in Ordnung. Im Altbier waren auch noch Sachen, genau. Da war auch noch was, genau. Ja, irgendwie heute ein verlorener Part, weil irgendwie alles schief gegangen ist. Also ich wollte nicht zu Hopp und Kauz und dann hatten wir doch Pech mit den Senkungen unserer Werte irgendwie. Und irgendwie total blöd gelaufen, ich weiß. Aber beim nächsten Mal machen wir den fertig. Was haben wir denn hier drin? Ein Flinkheitsring. Sehr schön, den können wir gebrauchen. Ach ja, genau. Holberke müssen wir auch noch. Da geht es direkt weiter. Sehr schön. Wir können ja von Stadt zu Stadt. Da gibt es immer wieder weitere Sachen. Denn hier gibt es auch eine schöne Tür, die wir bisher noch nicht öffnen konnten. Die hatten wir bereits aber schon entdeckt. Und natürlich, klar, wir müssen noch zum Captain Klaubeer. Hätte ich ja auch fast vergessen. Da sind noch viele, viele, viele Truhen. So. Von hier hinten, ne? Ja, genau. Wir haben die Tür aufgeschlossen. Wunderbar. Vor konnten wir, wie gesagt, nicht rein. So, hier unten ist nämlich was ganz Nettes. Und zwar hier, ja, solche Sachen. Und hier, Leute, können wir Sachen kaufen.
Das war ganz selten. Oh, hoppla. Eine seltsame Statue leuchtet geheimnisvoll. Capricorn entdeckt ein paar Tropfen Zauberwasser in ihrem Mund. Oh! Oh, das ist nice. Das kenne ich auch gar nicht. Das ist schön. Cool. Nee, das kommt nicht nochmal. Zauberwasser ist gut, dass wir das nochmal bekommen. Das kann ich ganz gut gebrauchen eigentlich. Was ist, wenn eine Art Laden ist, fragt ihr? Schaut euch einmal den mysteriösen Waren an, dann versteht ihr. Bitte tretet näher. Was hast du denn Schönes? Uiuiuiui. Schafft Richterball, plündere Prügel. Was sind das für Waffen hier, alter Schwede? Energieschild. Ah, das ist so einer, genau. Und Boschschild, das ist auch noch hier, genau. Ganz schöne Sachen sind hier. Die PS, mit diesem Schild kann man Schwächung wirken. Oh, das ist auch nicht schlecht. Schwächung. Kann man die Verteidigung des Gegners senken. Häschenohren. Das sieht auch nicht schlecht aus. Warte mal kurz. Gefährliche Bikinihose. Badebekleidung, die für den Betrachter große Risiken birgt. Oh mein Gott. Was? Gefährliche Bikinihose? Sieht doch nicht mehr so gefährlich aus. Die für den Betrachter große Risiken birgt. Ja, wenn die Bikinihose weg wäre, dann wird es ein Risiko bergen. Dann auf jeden Fall. Aber ansonsten... Das ist auch nicht schlecht, diese Oh! Steht alle Angriffe, welche die Verteidigung senken. Das ist auch nicht schlecht. Schöne Sachen sind hier, Leute. Gut, dass ihr hier mal vorbeischauen. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, die Zeit ist auch wieder vorbei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und zwar geht's dann weiter. Wir reisen durch die komplette Region, öffnen alle Truhen und Schlösser und Türen, was auch alles möglich ist, um da an sämtliche Sachen ranzukommen. Und wenn wir dann endlich bereit sind, und auch wirklich bereit sind, dann geht's nochmal gegen Hauptmann Chaos und dann besiegen wir ihn aber auch wirklich. Wollen wir ehrlich sein. Bis zum nächsten Mal also. Bis dann und auf Wiedersehen.